Insgesamt 300 Menschen wurden in der National-Council-Hall und in der Stanz. Heute, 15. die erste Sitzung für Menschen mit Behinderungen, fand im Bundeshaus statt. Dominique Hals, ich könnte mich an den Alltag im Bundeshaus gewöhnen. Wir sind heute hierher gekommen, um ein Beispiel zu geben. Und wir werden bleiben, sagt Islam Aliyai zuversichtlich. Der SP-Politiker aus Zürich war bei der ersten Sitzung für Menschen mit Behinderungen einer von 44 Abgeordneten. Im Herbst kandidiert er für den Nationalen Rat. Im Zentrum der Sitzung stand die Aufnahme von Menschen mit Behinderungen in Gesellschaft und Politik. Da Alex Oberholzer, einer der Teilnehmer, treffend ausgedrückt in Bezug auf die Behinderungspolitik, ist die Schweiz immer noch ein Entwicklungsland, geändert werden. Beschluss eingereicht, die Teilnehmer der Sitzung verabschiedeten einen Beschluss mit dem Titel «Vollständige politische Partizipation». Das mit der Hoffnung, dass sie die Bedenken in ihre parlamentarische Kammer tragen werden. Insbesondere sind die Forderungen nicht mehr Abzug der Abstimmungs- und Stimmrecht aufgrund einer Behinderung. Es wurden jedoch nicht nur Forderungen gestellt. Die Teilnehmer zeigen sich selbstkritisch und fordern mehr Engagement für Menschen mit Behinderungen. Ich hatte das Gefühl, gehört zu werden, laut Co-Organizer Pro Infirmis war die Sitzung ein Erfolg. Ich fühlte mich, wie ich gehört wurde. Alle nationalen Politiker aus Valais waren heute entweder hier oder haben persönlich mit mir unterschrieben, sagt der Teilnehmer Vanessa Grain zum Beispiel. Und sie ist nicht allein, waren froh, ihre Bedenken in der sehr grossen politischen Bühne vorzulegen.